Hallo Leute, ganz kurz vorab schon mal, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil ich habe am Schluss noch eine kleine Überraschung für euch. Wer kennt es nicht? Man denkt, es ist Sommer, die Sonne scheint und trotzdem ist es draußen so kalt, dass man, wenn man die kurzen Hosen ausgepackt hat, dann doch mal lieber wieder zurückgeht und die langen Hosen anzieht. Ja, es ist jetzt nicht so wirklich der Sommer, wie ich ihn mir erhofft habe und ich glaube, wie viele von euch ihn sich auch erhofft haben. Es ist so 2 Tage richtig heiß und es ist 5 Tage wieder kalt und regnerisch und irgendwie kann man sich überhaupt nicht aufs Wetter einstellen, was ich ultra nervig finde. Aber in diesem Video dreht es sich darum, wie man sein Outfit trotzdem darauf anpassen kann. Und ich bin so ein Mensch, für mich ist jetzt Summertime, ja. Ich möchte meine Sommerklamotten anziehen, ich will ein Kleid tragen, ich will meine kurzen Hosen tragen. Ich habe keinen Bock, meine ganzen Sweater aus dem Schrank wieder zu holen, nur weil das Wetter draußen macht, was es will. Leute, es ist schon Juli, ne? Eigentlich sollte die Sonne da ganz oben stehen und uns nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Und deswegen zeige ich euch hier ein paar Outfits, die mit einer Strumpfhose kombiniert sind. Weil bei dem Wetter ist es manchmal nicht schlecht, wenn es morgens oder vor allem abends dann wieder kühler wird oder es doch ganz plötzlich sehr bewölkt wird, eine Strumpfhose dabei zu haben. Und deswegen hier einmal 3 Outfits, wie man eine Strumpfhose toll kombinieren kann. We can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history, creating our memories. Between you and me, writing our history, creating our memories. Das sind so die Outfits, wie ich sie jetzt auch tragen würde, ob es jetzt kalt ist oder nicht, ganz ehrlich. Mit Strumpfhosen geht es auf jeden Fall, wenn es ein bisschen kühler ist und wenn es dann wieder wärmer ist, dann kann man die einfach ausziehen. Ist ja schnell erledigt. Alle Infos zu den Outfits findet ihr hier unten in der Infobox, wo ich die einzelnen Kleidungsstücke her habe. Aber ich habe gerade eine Kooperation mit einer Strumpfhosenfirma, die heißt Nur Die. Ich schätze mal, dass viele diese Marke kennen. Ich habe selbst früher immer die Strumpfhosen von Nur Die gekauft, weil die einfach bei uns im Supermarkt erhältlich waren oder sind. Die sind immer noch da, weil sie super günstig sind und ich damals kein Geld für teure Strumpfhosen ausgegeben habe und das jetzt auch immer noch nicht tun werde, weil warum? Dann hole ich mir lieber 2 Paar und wenn eine kaputt geht, habe ich eine 2. dabei. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich diese Kooperation hier am Start habe, weil ich eben selbst eine persönliche Bindung zu der Marke habe. Und ich habe euch ja am Anfang gesagt, ihr sollt dranbleiben, weil am Schluss kommt noch was sehr, sehr Cooles. Und das liegt hier neben mir. Und zwar habe ich 10 solcher Päckchen, die ich an euch verlosen werde. Da sind drin eine blickdichte Strumpfhose, die habe ich in meinem ersten Outfit getragen. Ich würde jetzt sagen, die ist nicht so 100% blickdicht, aber schon ziemlich blickdicht. Dann ist da noch
eine transparente Strumpfhose drin. Und was ich bei beiden sehr cool finde, gerade für den Sommer, du kannst auch eine Shorts drunter anziehen, weil die nämlich nicht oben so ein abgesetztes Höschen haben. Also bei der hier habe ich so eine enge Sporthose noch drunter angehabt, weil es mir ein bisschen zu freizügig gewesen wäre unter so einem langen Pullover. Aber auch die hier haben kein so ein abgesetztes Höschen oben. Das heißt, ihr könnt wirklich knappe Hotpants anziehen oder ein Kleid oder einen Rock und man sieht wirklich nicht, dass ihr Strumpfhosen anhabt. Die zwei Sachen sind drin und dann sind noch ein paar Sneaker-Socken drin, die man ja wohl auch immer brauchen kann. Ich bin auch so ein Sneaker-Girl mittlerweile geworden und Sneaker-Socken sind ein Must-Have, sonst stinken die Schuhe. ja, diese drei Sachen sind auf jeden Fall in jedem Päckchen drin. Ihr müsst mir hier allerdings sagen, welche Größe ihr braucht. Ich warne euch vor, nehmt lieber eine Größe größer. Ich habe mich auch bewusst für die Größe L bei mir entschieden. Bei den Päckchen sind dabei Größe S, M und L. Und die Socken sind alle 35 bis 38. Wobei ich sagen muss, dass ich eine Größe 38 habe und die schon auch für größere Füße gehen, würde ich sagen. Ja, die Sachen sind auf jeden Fall drin und ich habe auch beschlossen, dass ich in Monkey-Päckchen noch so ein paar kleine Goodies reinmache. Also, es gibt vielleicht ein paar Glückspilze, die haben noch ein bisschen mehr Glück als andere und die haben dann noch was in ihrem Päckchen mit drin. Und ja, wie ihr mitmachen könnt, wie auch schon bei meiner letzten Verlosung, auf Instagram und Facebook, weil das ja auf YouTube in diesem Maße nicht mehr erlaubt ist. Ich werde da aber jetzt demnächst nochmal nachfragen, weil irgendwie machen das trotzdem noch voll viele. Vielleicht geht das noch irgendwie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ja natürlich für meine Abonnenten hier. Und auf Instagram solltet ihr mir folgen, auf Facebook solltet ihr meine Seite auf jeden Fall liken. Und dann seid ihr einfach aktiv. Ihr sollt Sachen liken und Kommentare machen und eure Leute verlinken, die vielleicht auch Interesse an sowas haben oder die einfach vielleicht mal auf meinen Channel kommen sollten. Oh Mann. Macht euch einfach bemerkbar und dann habt ihr auch schon gute Chancen zu gewinnen. Und ich freue mich natürlich sehr über ein paar kleine Kommentare hier unten, auch wie ihr meine Outfit-Kombinationen fandet oder wie ihr das Video generell fandet. Und wie ihr vielleicht eure Outfits kombiniert, wenn die Tage doch mal so zwischendurch kalt sind und dann wieder warm und kalt und wieder warm und man gar nicht weiß, was man eigentlich anziehen soll. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!